Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich mal wieder eine meiner Lieblingsflaschen auf dem Fass. Und zwar ist das der Elijah Craig 18 Jahre. Ich muss sagen, ich konnte ihn nicht so gut testen, denn ich habe ihn probiert auf einer Tour durch das Heaven Hill Heritage Center und die war mir ein wenig zu schnell. Also so ein Gläschen muss man definitiv auf der Couch probieren und ja, ein bisschen länger auseinandernehmen. Ja, so viel gibt es gar nicht über die Flasche zu sagen. Es ist ein Elijah Craig Single Barrel 18 Jahre. Single Barrel, also sie haben dafür einzelne Fässer ausgesucht und einzeln abgefüllt. Und ja, 18 Jahre steht für sich. Hinten drauf steht dann noch das Datum, wann es gebottelt wurde, am 23. Februar 2018 mit der Fassnummer 4482. 90 Proof, also 45% Alkohol, ja, ein bisschen höher. Und wenn man schaut, ja, die Flasche ist eigentlich relativ dünn, aber er ist extrem dunkel. Von der Seite kann man schon fast gar nicht durchschauen. So dunkel ist er. Liegt natürlich daran, dass es ein frisches Fass war und er da 18 Jahre drin gelagert hat. Ja, sehr außergewöhnlich für Kentucky Straight Bourbon. Also Heaven Hill ist eine der wenigen Brennereien, die ihre Whiskys auch länger in den Fässern drin lassen. Der normale ist der 12-jährige. Ich glaube, es gibt noch einen jüngeren. Und hier jetzt nochmal den 18-jährigen. Und boah, der steht schon im Raum. Wahnsinn. Mit Vanille-Karamelle. Und Karamell, nicht mal Karamelle. Und wenn man ein bisschen näher rangeht mit der Nase, wenn man jetzt nicht extrem weit weg ist, merkt man, boah, da ist das Holz. Also die Eiche ist extrem dominant. Ich muss dazu sagen, Elijah Craig 18 Jahre ist sehr selten verfügbar und wenn verfügbar, über 300 Euro. Also ist eine sehr exklusive Flasche. Wow. Es ist so ein tiefes. Die ist schon wirklich, ja, schon abgestanden und sehr rund, die Eiche. Zusammen mit dem Süßlichen gibt es einen außergewöhnlichen Geruch, denn es ist überhaupt nicht fruchtig. Also hier fehlt vollkommen die Fruchtigkeit bei der Süße. Das ist allein zuckrig, karamellig mit extrem viel Eiche. Ja, so ein bisschen schokoladig kommt es noch rüber. Ja, so wie man es von den Amerikanern kennt. Die sind doch immer so pappig, süß und möglichst wenig gesund. Also möglichst keine Früchte, sondern möglichst nur Zucker, Schokolade, Karamell. Mmh. 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 Sehr spezieller Whisky. Wow. Boah. Also im Mund, ganz am Anfang, süß, karamellig, leicht, wie man es vom typischen Bourbon kennt. Und dann kommt die Eiche. Boah. Die Eiche kombiniert sich mit der Süße, aber sie dominiert wirklich extrem im Mund. Man merkt, alles schön rund, cremig, weich, aber die Intensität von der Eiche und insgesamt von den 45% sind so kräftig, immer noch wahnsinnig vorhanden. Also wer Eiche mag, ist definitiv der Whisky. Der mag diesen Whisky wirklich sicher sehr gerne, aber ich denke mal, viele von euch da draußen würden sagen, der Whisky schmeckt überlagert. Ja, ist Ansichtssache. Also dieses, ab wann ist ein Whisky überlagert, hängt sehr, sehr stark vom Konsumenten ab. Boah, also zweites Schlückchen. Gerade so im Mund und beim Runterschlucken
es ist eine der intensivsten Geschmackserlebnisse, die ich in jüngster Zeit hatte. Also der hat richtig, richtig Druck dahinter, richtig viel kräftigen Geschmack dahinter. Wahnsinn. Boah. Also kann ich empfehlen, wer mal so ein richtig intensives, interessantes Geschmackserlebnis haben will und mal sehen will, was die Amerikaner noch so können. Ansonsten ist er ja etwas teuer und also kein Whisky, den ihr jeden Abend probieren würdet. Aber der Whisky ist sicher was, wenn man seine Freunde mal beeindrucken will und sagen will, boah, pass mal auf, jetzt habe ich mal einen Amerikaner, der ganz anders Whisky macht. Ein heftiges Geschmackserlebnis. Ja, wer sich's leisten kann, 350 Euro und aufwärts, kostet der Elijah Craig. Schaut bei whisky.de im Shop vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.